3, geht's auf. Das Projekt hat circa in den Erdgeschossflächen 3000 Quadratmeter Gewerbenutzflächen. Das Projekt hat 24 geförderte Mietwohnungen, wo man bei der Gemeinde sich einschreiben kann. Das Projekt hat 22 Eigentumswohnungen und zusätzlich nochmal etwa 14 Mietwohnungen am freien Markt. Ja, Gesamtinvestment wird circa 40 Millionen sein in der Größenordnung und die Bauzeit gute 2 Jahre. Besonders stolz bin ich auf die gute Lage dieses Projekts. Wir haben hier einen 15-Minuten-Takt direkt nach Salzburg hinein. Eine der besten Taktungen, was wir in Eugendorf allgemein haben. Die Lage ist so, dass du direkt daneben einen Supermarkt hast, fußläufig Geschäfte, Gewerbeflächen, ein Wirtshaus gleich gegenüber. Und man ist trotzdem, wie man hinter mir sieht, gleich im Grünen draußen, hat den Ischlerbahn-Radlweg, die direkte Radverbindung nach Salzburg rein. Man geht einfach die Straße einmal entlang und man ist schon im Ortszentrum drinnen, wo man hat Schulen, Kindergärten, Gemeindeamt natürlich auch. Also viel besser als da kann man sich die Lage eigentlich nicht vorstellen. Ja, aus Sicht des Landes Salzburg und als Wohnbaulandesrat freut es mich natürlich, dass hier 24 bis 28 geförderte Mietwohnungen auch entstehen, errichtet von einem gemeinnützigen Wohnbauträger. Aber darüber hinaus gibt es ja auch noch gewerbliche Bauträger, die hier arbeiten und Mietwohnungen auch errichten, sowie auch Eigentumswohnungen. Und als Wohnbaulandesrat freut es mich natürlich über jedes Projekt, das wir derzeit bei diesen hohen Baukosten auf die Straße bringen, um in Richtung leistbares Wohnen zu kommen.